Wir machen die Bewegung around the world. Und jetzt in Bewegung. Wir dribbeln den Ball und gleichzeitig wir sitzen auf dem Boden. Dann wir stehen auf wieder. Wichtig ist immer den Ball dribbeln. Handwechsel. Und jetzt, wir legen uns auf den Boden, aber immer den Ball dribbeln. Wir machen kleine Handwechsel, Crossover. Wir schauen nach geradeaus, unser Rücken ist gerade. Zwei kleine Dribbel, zwei große Dribbel. Immer unsere Hand ist über dem Ball. Wir sitzen uns an die Wand und gleichzeitig wir dribbeln.
Wir machen drei Dribblings. Eine auf unsere rechte Seite, andere zwischen unsere Beine und die letzte auf unsere linke Seite. Wir nehmen einen Stuhl wie Gegner und wir benutzen unseren Ball. Wir dribbeln weg auf unseren Körper und mit dem Vorarm wir benutzen den Ball. Und jetzt in Bewegung. Wir machen Dribbling mit Rhythmus. Wir sollen die Abklatschen folgen. Wir dribbeln in Bewegung nach vorne und dann nach hinten. Der Ball ist weit weg auf unsere Korte. Und jetzt seitlich, ohne unsere Füße überkreuzen. Jede drei Dribblings wir berühren den Boden. Es ist wichtig, dass unsere Rücke gerade ist und dass wir weiter nach vorne schauen. Eins, zwei, drei, vier,
Eins. Zwei. Eins. Vier. Drei. Eins. Drei. Vier. Zwei. Eins. Wir dribbeln mit einer Hand und mit der anderen. Wir halten den Ballon in der Luft. Das war alles für heute. Wir sehen uns im nächsten Training. Nicht vergessen, eure besten Videos zu schicken. Ciao! Wir bedanken uns von Emma von dieses tolles Training. Das war alles für heute. Wir sehen uns im nächsten Training. Nicht vergessen, eure besten Videos zu schicken. Ciao!